Es gibt ein Symptom des Aufstiegs, über das so viele Menschen sprechen. So viele von euch Lichtarbeitern und Sternsaaten und spirituellen Kriegern haben darüber gesprochen. Und es ist euer Gedächtnis, der Verlust des Kurzzeitgedächtnisses. Es ist dieses Gefühl, in die Küche zu gehen, sei selbstbewusst, wenn du so bist wie ich, die Schublade zu öffnen und dann zu sagen, oh, was mache ich? Und dann in meinem Fall meinen Sohn zu rufen und zu sagen, oh, was wollte ich jetzt sagen? Und dann, was auch immer, du weißt schon, einen Freund anrufen und sagen, oh, was wollte ich sagen? Kurzzeitgedächtnisverlust, kannst du das nachvollziehen? Ich weiß, dass du das kannst, wenn du ein Lichtarbeiter bist. Das ist sehr typisch. Das ist das, woran wir uns gewöhnt haben. Aber was zum Teufel ist hier los? Werden wir jemals unser Gedächtnis zurückbekommen? Wird es schlimmer werden? Wird es besser werden? Und was verursacht es überhaupt? Und sollten wir uns Sorgen machen? Es gibt ein paar Gründe. Nun, aus energetischer Sicht gibt es zwei. Es gibt zwei Hauptgründe, warum dein Kurzzeitgedächtnis nachlässt. Einer davon hat einen sehr schändlichen Grund. Und wenn ich es dir erkläre, wirst du verstehen, warum, wenn die Leute über Aufstiegssymptome sprechen, ich oft ein wenig zurückgehe. Denn nicht alles ist ein echtes Aufstiegssymptom. Okay, lasst uns definieren, was ein Aufstiegssymptom ist. Was ist das? Es ist der Widerstand zwischen einer ankommenden Energie und eurem physischen Körper. Je mehr du also im Vertrauen bist, desto einfacher ist es, mit der eintreffenden Energie zu arbeiten. Je mehr du im Mangel am Vertrauen bist, was bedeutet, wenn du dem Leben nicht vertraust, dann wirst du das Leben kontrollieren. Das ist der Trick des Egos. Das macht dich nicht schlecht und nicht falsch. Es macht dich sehr, sehr menschlich. Also bitte, sei sanft, liebevoll, mitfühlend, wenn du das in dir bemerkst. Oh wow, ich habe kein Vertrauen. Okay, das ist der einzige andere Ort zu sein. Wir leben in der Dualität. Es bedarf einer Menge Rätselraten darüber, wo wir sind. Wenn du nicht hier bist, bist du dort. Wenn du nicht dort bist, bist du hier. Die ankommenden Energien, also das ist es, was neu ist, das, worauf dein Körper stößt. Und dann, anstatt die ankommende Energie zu absorbieren, zu verkörpern und ihr zu erlauben, das zu tun, wozu sie bestimmt ist, zu entladen, die Geschichten, die Vergangenheit, die Abhängigkeiten, die Dichten, die Blockaden, alles, an das wir uns geklammert haben, anstatt es mit Leichtigkeit geschehen zu lassen. Weshalb manche Leute sagen, ich bekomme keine Aufstiegssymptome. Es gibt die Menschen, die versuchen zu kontrollieren. Also erleben sie die ankommende Energie auf einer sehr tiefen Ebene. Dies geschieht nicht auf der Ebene des bewussten Verstandes. Dies geschieht auf der Ebene des Unterbewusstseins. Sie leisten Widerstand gegen eine einströmende Energie. Und dieser Widerstand verursacht das, was wir Aufstiegssymptome nennen. Aber nicht alles ist ein Aufstiegssymptom. Mir war jahrelang schwindelig, jahrelang war mir schwindelig und ich erzählte den Leuten davon und sie sagten, mach dir keine Sorgen, das ist nur ein Aufstiegssymptom. Nein, es war eigentlich nur Diabetes, Leute. Ich war einfach sehr krank und anstatt zu erkennen, dass etwas nicht stimmt, war ich in einer Art geistiger Betäubung und als ich später herausfand, dass ich Diabetes hatte, übrigens ist meine Diabetes zu 100% geheilt dank meiner tollen Ernährung, aber darum ist nicht alles ein Aufstiegssymptom. Und fragt nicht im Kommentarbereich, Leute, da gibt es eine Menge Leute, die sagen, meine Ohren klingeln, ist das ein Aufstiegssymptom? Es könnte sein, aber vielleicht hast du Ohrenschmerzen. Ich schaue dich nicht an, ich weiß es nicht. Und es ist keine pauschale Aussage, dass es für jeden das Gleiche ist. Und es kann es nicht sein. Also sei verantwortungsbewusster mit dem, was du fühlst und versuche nicht, nach pauschalen Aussagen zu suchen. Und sehr wichtig, spirituelle Gemeinschaft. Das ist wirklich wichtig. Wenn du eine bestimmte Sache fühlst, okay, vielleicht bist du zum Beispiel an einem Tag sehr durstig oder vielleicht bist du aufgedreht, weißt du, energetisch kannst du aufgedreht sein. Vielleicht fühlst du dich verwirrt, vielleicht fühlst du dich besonders vergesslich. Ich sehe es täglich im Kommentarbereich, dass Leute sagen, ich fühle XYZ, fühlt jemand anders das auch? Wen kümmert es, wenn die ganze Welt das auch fühlt? Wird dich das bestätigen? Besagt das, oh, jetzt bin ich okay, weil alle anderen das auch fühlen. Bitte lerne zu fühlen, was du fühlst. Bitte lerne, dass niemand sonst das fühlen muss, damit es für dich gültig ist. Vielleicht fühlt es jeder andere, vielleicht fühlt es niemand. Das sollte völlig irrelevant sein. Okay, das wäre geklärt, danke. Also weiter. Zwei Gründe für den Gedächtnisverlust.
Nummer 1. Energetische Bombardierung der Bösartigen. Unsere Atmosphäre, die Luft, die wir einatmen, wird mit einer sehr unnatürlichen Menge an elektromagnetischen Frequenzen bombardiert. Sei es von Handymasten, sei es von deinem Router, von deinem Modem, deinem Mikrowellenherd und der allgemeinen Elektrizität, von der du umgeben bist. Wir leben in einer sehr unnatürlichen Bombardierung mit Frequenzen. Und es sind sehr unnatürliche Frequenzen und sie sind dazu bestimmt, deine Energie durcheinander zu bringen. Und wenn sie das tun, wirst du in einen Kampffluchtmodus versetzt. Das ist es, was passiert, wenn du in den Kampffluchtmodus gehst und deine Energie nicht für die normalen Dinge wie Ruhe und Erholung, das Wiedererlangen des Kurzzeitgedächtnisses einsetzt. Dein Kurzzeitgedächtnis wird den Bach runtergehen. Es wird völlig übersehen werden, weil du jetzt im Überlebensmodus bist, wegen dieses Zustroms von sehr unnatürlicher Energie. Und ihr seht, warum es dort eingesetzt wurde. Es wurde dort eingesetzt, weil die Bösen, die die Archonten sind, du kannst dir ein Video auf meinem Kanal ansehen, um mehr über sie zu erfahren. Du kannst dir eine Playlist auf meinem Kanal ansehen, um mehr über die falsche Matrix und ihre Entstehung zu erfahren. Diese Schurken wollten das ausgleichen, von dem sie wussten, dass es passieren würde. Sie wussten, dass diese göttlichen Frequenzen kommen würden, aber sie wollten die Menschheit zuerst mit nicht-göttlichen Frequenzen überfluten. Deshalb haben wir diesen Verwirrungseffekt und das hat den Verlust des Kurzzeitgedächtnisses verursacht. Aber, oh, ihr lieben Lichtarbeiter, ihr seid die ultimativen Transformatoren. Ihr seid Alchemisten. Du bist von Natur aus ein Alchemist. Und du weißt, was ein Alchemist tun muss. Er ist dazu gemacht, alles zu transformieren. Ich habe gerade gemerkt, dass ich mich bewegt habe. Tut mir leid, Leute, da ist mein Mikrofon. Ich hoffe, es hat nicht geraschelt. Und wenn es geraschelt hat, tut mir leid. Das ist sehr ärgerlich. Ich werde versuchen, mich nicht zu bewegen. Wo war ich? Oh Gott, tut mir leid, Leute. Ich habe den Faden verloren. Ah, ich fand es viel zu spät heraus. Also lasst mich einfach da weitermachen, wo ich glaube, dass ich war. Die Niederträchtigen wollten das göttliche Licht, das hereinkam, ausgleichen, was auch geschah. Und wir haben uns deswegen erhoben. Die Dunkelheit katalysiert immer das Licht. Das ist die Natur der Dunkelheit. Die Dunkelheit wird dich immer höher erheben, wenn, großes Wenn, wenn du es zulässt, wenn du dich selbst durch Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten wachsen lässt. Das ist es, was die Dunkelheit ist. Dunkelheit ist die ganze Dichte und das Trauma und die Angst und der Überlebensmodus und das Kampf-Flucht-Verhalten. Es ist das Gegenteil von Licht und Licht ist Leichtigkeit und Licht ist Liebe und Licht ist Harmonie und Licht ist Authentizität und Licht ist die Leichtigkeit im Sinne von Leichtigkeit des Seins. Wenn das eintritt, dann wegen der Dunkelheit, mit der wir konfrontiert sind, mit anderen Worten, weil wir mit diesem ganzen Durcheinander konfrontiert sind, zwingt es uns dazu, etwas zu tun, was wir sonst nicht getan hätten. Und das ist die einzige Stelle zu finden, an der dein Kurzzeitgedächtnis funktioniert hat. Weißt du, wo dein Kurzzeitgedächtnis arbeitet? Im Jetzt. Der einzige Ort, an dem dein Kurzzeitgedächtnis zu 100% arbeitet, ist im Jetzt. Aber das Jetzt ist nicht die Gegenwart. Verwechsel die beiden nicht. Die englische Sprache und gerade die Sprache im Allgemeinen ist sehr darauf ausgelegt, unsere energetische Absicht zu verwirren und zu täuschen und zu verzerren und zu schmälern. Also lasst uns den Unterschied zwischen dem Jetzt und der Gegenwart hervorheben. Die Gegenwart ist die Zeit, also schaut euch eure Zeit an, welche auch immer sie ist. Okay, das ist die Gegenwart. Das Jetzt ist ein Energiefeld. Das Jetzt ist eine höherdimensionale Erfahrung der Realität. Wie greifst du darauf zu? Wie greifst du jetzt auf das Jetzt zu? Es gibt einen wunderschönen Kurs auf meiner Webseite mit dem Titel Forever Starts Now. Wenn du also tief in die Materie eintauchen und dich wirklich darüber informieren willst, wie man an das Jetzt herankommt, ich kann dich in diesem Online-Kurs viel tiefer in die Materie einführen. Du findest ihn unter carriekay.com im Online-Shop. Lass mich dir einen kurzen Überblick darüber geben, wo du das Jetzt findest. Du findest das Jetzt, wenn du alle Gedanken und alle Ablenkungen der äußeren Welt fallen lässt und dich mit der inneren Welt verbindest, in der Präsenz, Verbindung und die Stille liegen. Präsenz, Verbindung und Stille. Verbindung zum höheren Energiefeld von dir. Stille bedeutet nicht physisch still zu sitzen.
Du kannst beschäftigt sein und in Stille sein. Stille ist diese unverrückbare, wunderschöne Harmonie, die dich durchströmt, egal was passiert. Und Präsenz, Präsenz ist, oh, das ist göttlich. Präsenz ist buchstäblich Göttlichkeit. Präsent zu sein als Präsenz selbst. Präsenz ist Göttlichkeit. Wenn du Zugang zu diesen Seinszuständen hast, bist du im Jetzt. Und das Jetzt wird dir Zugang zu allmächtiger Weisheit geben. Und du fühlst dich im Jetzt sehr potenziert. Im Jetzt fühlst du dich so tief potenziert und so verwässert, wenn du nicht im Jetzt bist. Wenn du in der Zukunft bist und wenn du in der Vergangenheit bist, bist du ausgelaugt. Ausgelaugt. Viele Leute sagen zu mir, oh Gott, da ist der Chor meiner Hunde, die bellen. Viele Leute sagen zu mir, ich weiß nicht, warum ich so müde bin. Ich weiß, warum du so müde bist. Weil wir als Spezies nicht gelernt haben, Zugang zum Jetzt zu finden. Und wir müssen, sonst leben wir in der Energieverwässerung. Und dein Kurzzeitgedächtnis wird nicht mehr funktionieren. Erhältst du also dein Gedächtnis zurück? Eigentlich bekommst du mehr als nur dein Gedächtnis zurück. Du fängst an, von einem höheren Verstand aus zu agieren. Eine höheren Bandbreite, einem höheren Bewusstsein. Es überlagert fast, was wir einst Kurzzeitgedächtnis nannten. Dein höheres Bewusstsein hat also eine sehr interessante Sache. Es hat ein Kurzzeitgedächtnis, das nicht an die Vergangenheit gebunden ist. Hör zu, ein Kurzzeitgedächtnis, das nicht an die Zeit gebunden ist. Ja, wenn du wirklich lernst, in das Jetzt einzutauchen, was jeder einzelne von euch tun kann, ich möchte nicht, dass es klingt, als wäre es ein sehr mysteriöser, unerreichbarer Ort, das ist es wirklich nicht. Es braucht eine Übung, um hineinzugelangen und ich würde es lieben, wenn ihr übt. Und ich habe euch alle Lehren und Werkzeuge zum Üben gegeben. Aber lass mich dir noch eins geben, es ist so wahnsinnig einfach, schau. Nur ein Atemzug. Nur ein Atemzug, aber in diesem Atemzug habe ich meine Energie in mein Herz fallen lassen. Also habe ich mich stabilisiert und mich in der Mitte meiner Brust zentriert. Das gibt mir dieses wunderbare Gefühl von Stabilität. Nun bin ich in meiner inneren Welt, statt in der äußeren Welt zerstreut herumzutreiben. Denn in der äußeren Welt bist du sehr zerstreut. Wenn du hier bist, bist du sehr aktiviert. Und dies ist das Jetzt. Es ist ein höherer Zustand des Bewusstseins. Wenn du also hier eintrittst, kannst du beginnen, auf deine unmittelbare Vergangenheit zuzugreifen. Dazu wurde dein Kurzzeitgedächtnis entworfen, um dir Zugang zu deiner kurzfristigen Vergangenheit zu geben, aber auch zu deiner kurzfristigen Zukunft. Ich weiß, das ist die großartige Schönheit. Alles, was auf die Menschheit mit der Absicht geworfen wurde, Dunkelheit über sie zu bringen, mit der Absicht, sie zu täuschen, wird am Ende dazu führen, dass die Menschheit höhere Höhen erreicht. Es wird am Ende dazu führen, dass du schneller und weiter gehst, wegen all dieser bösen Vorsätze. Viele von euch haben das getan, ohne zu wissen, dass ihr das tun solltet. Viele von euch haben getan, ohne die Mechanismen zu verstehen, warum sich euer Kurzzeitgedächtnis hin und wieder einschaltet. Manche Menschen tauchen nur ganz sporadisch hin und wieder ihren Zeh ins Jetzt. Und das ist in Ordnung. Nur dieses kleine Eintauchen des Zehs ins Jetzt hin und wieder wird euch einen kleinen Schub für das Kurzzeitgedächtnis geben. Ja, ich weiß, dass ihr mir in den Kommentaren sagen könnt, dass es wahrscheinlich Nahrungsergänzungsmittel gibt, die ihr unbedingt einnehmen müsst. Aber wisst ihr was? Auf energetischer Ebene könnt ihr alles einnehmen, was ihr einnehmen sollt, aber nichts davon aufnehmen. Es geht nicht darum, was du einnimmst. Es geht darum, was du integrierst und was du aufnimmst. Und ehrlich gesagt ist die Neuausrichtung, die funktioniert, ist die energetische Neuausrichtung, weil du ein energetisches Wesen bist. Also dein Kurzzeitgedächtnis, ja, es wird wieder online gehen. Ihr Lichtarbeiter, ihr erstaunlichen Alchemisten, ihr seid dabei, die Realität zu transformieren, die euch zu einem plappernden, sabbernden Idioten machen sollte. Und ich sage das in dem Wissen, dass einige von euch sagen werden, Carrie, sieh dir die Gesellschaft an, die Gesellschaft ist eine Art plappernder, sabbernder, du weißt was. Nun, einige von ihnen können es sein, weil sie unter dem Einfluss eines Banns stehen.
Sie stehen unter dem Einfluss eines Programms der falschen Matrix und sie können ihren Weg hinaus gerade nicht finden. Es ist, als wären sie zombifiziert oder hypnotisiert und nun, wenn ich sage, sie sind es, dann ist es das, was die Programme der falschen Matrix tun sollten, die Menschheit absolut zu entmachten. Und doch gab es Lichtarbeiter unter uns, die ihren Weg gefunden haben. Wie ein Windschatten in ein höheres Bewusstsein fanden ihren Weg ins Jetzt. Und weil es einer tat, taten es zwei, taten es drei, taten es zehn, taten es tausend. Und so sickert es nun in das Kollektiv ein. Sieh dir als nächstes dieses Video an, denn es wird dir ein wenig mehr über die falsche Matrix erklären. Dort haben wir uns aufgehalten. Deshalb sind wir alle mit diesen Dingen konfrontiert worden, die wir gerade dabei sind zu überwinden. Von meinem Herzen ganz in deines. Alles Liebe.